So, hallo und herzlich willkommen zu Dynamite Cops, dem vierten Teil. Das ist interessant, man spielt immer so eine Location hier. Also ich bin aber sehr schlecht, muss ich ehrlich sagen. Wollt ihr mich verarschen? Hey Baby, guck mal meine Granatdinger hier an. Eigentlich ist das, wenn man es genau nimmt. Ey, kannst du Lilly durch die Tür gehen schmeißen, wenn Lilly was aufnehmen will? Ich fange übrigens hier nach nicht nochmal von vorne an, wenn ich jetzt irgendwie das Zeitliche segnen sollte. Zack, in your face, in your mit beiden Fäusten gleichzeitig, das ist ja ganz klar. Lilly kann kaum an sich halten und da kippt Lilly auch schon um. Natürlich machen wir in Luschen-Manier 1000 Continues. So, die Bumme noch an den Kopf schmeißen. Leider ist sie leer. Keine Zeit für weitere 20 Kopftreffer. Ach, den Bogen kann sie gar nicht aufnehmen. Ich habe doch nach oben gemacht. Was verstehe ich hier eigentlich nicht dran? Was? Wollen die mich verarschen? Jetzt befreie ich den? Oh nein, wie konnte das passieren? Das kann doch nicht sein. Hey! Holzfäller Lilly kommt. Zack, in your face mit der Axt. Gestern noch beim Holzhacken, jetzt schon in seinem Gesicht. Zack! Was ist denn los hier? Da verhaut er ihn. Ach, ich war das. Ich dachte schon, er hätte ein paar Schläge auf den Popo gegeben. Zack, zack, Lilly hier, Popo voll. Oh, Baby. Die sagen alle, oh, Baby. Die haben wahrscheinlich vom Oberbösewicht hier ein Buch bekommen. Da standen drin die besten Phrasen beim Zocken gegen Spitzenkampf-Power-Karate-Lilly. Und wieder ein Continue. Mit der Macht der Continues. Steh mal wieder auf, Alter. Ey, das kann doch nicht sein, ja, das ist ja unverschämt. Oh, Baby. Das Blöde ist, ich kann ihn also schlecht ins Gesicht treffen. Was ist denn los hier? Da haut er das arme Mädchen in sein Gesicht. Da ist ja ganz klar, dass man erst an den Spieß umdrehen muss. Ey, die wirft die Knarre weg. So gehört sich das aber nicht. Help me! Oh. Ah, der Endgegner. Zack, hier bin ich. Trete kleine Kinder von auf die Füße. Schild die ab. Ach so, da ist meine Kämpferin hier. Was ist los hier? Ja, genau, lass die Knochen brechen hier. Zack. Oh, ich kann sein, dass ich tot bin. Oh, doch nicht, das überlebt die locker. Oh, das ist doch nix. Oh, jetzt gibt's sie um. Geil. Was ist denn hier los? Wie viele Continues braucht Luschen Thomas denn noch? Kann doch nicht wahr sein hier.
Hey! Jetzt aua schreien hier, ne? Jetzt tut's weh. Natürlich, Continuo. Unfair geht die Welt zugrunde. Was denkt er denn hier? Lass mal einen Ball kratzen, das ist ja nicht gut und kontraproduktiv. Was ist denn los hier? Strengen Sie mal etwas mehr an, Lilly. Wir möchten gerne unterhalten werden. Meine Güte. Es war lauter Agro-Action. Treffe ich noch nicht mal den Button hier. Mach ihn doch fertig. Da hat doch keine Chance gegen dich, Lilly. Zieh doch mal kurz dein T-Shirt hoch. Dann ist er doch so abgelenkt. Dann kriegt er nichts mehr auf die Reihe. Ist das denn noch wahr? Das kann doch nicht wahr sein. Er hat doch gar keine Energie mehr. Was war das denn jetzt hier? Haben wir es jetzt? Thank you for saving my life again. What, das war alles? Das ist aber enttäuschend. Konnte die Präsidententochter jetzt nicht einen super coolen Vorbau haben und die T-Shirt hochheben und in fotorealistischer Grafik sagt sie dann, this is for the player. Und das war Dynamite Cup. Mit 128.000 Continues durchgespielt vom Lippo. Man kann es nicht glauben. Und das Erstaunlichste an der Sache ist hier, wenn ich jetzt mal so wie so ein Pfosten die Fernbedienung suche, von dem Soundsystem. Das Erstaunliche an der Sache ist, dass das richtig Bock gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe das noch nie durchgespielt. Das ist halt, man läuft halt von Location zu Location. Das sind dann so feste Standplätze. Dann macht man in einem Beat'em'up-Manier, kloppt man die Gegner weg. Und dann geht das weiter. Also, wenn du dich demnächst mal beschwerst, das Spiel ist viel zu schlauchartig, was ich da spiele. Man kann überhaupt nichts erkunden. Das ist das absolute, die Top-Krönung dessen. Hier das spitzmäßige Abspann. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es gar nicht so schlecht. Das sieht so ein bisschen 80er, 90er Jahre Arcade-Hallen stilmäßig aus von der Grafik her. Dann immer dieses Continue, das sah richtig spielautomatenmäßig aus. Natürlich Game Over. Wir sind auch durch. Weiter geht's nicht mehr. The Game is over. Hauen sie ab. Spielen sie was anderes. Ja, das war gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt aber keinen Bock, was anderes zu starten. Und jetzt kann man halt... Ich tippe mal die anderen Spieler. Das sind halt schwierigere Schwierigkeitsgrade, oder? Ja, vielleicht ist das auch ein anderer Ablauf. Im Groben im Ganzen wird das wohl alles das Gleiche sein. Hat Spaß gemacht. Überrascht mich selber, wie viel Spaß das gemacht hat. Das war halt nur, ja, ich habe nur die Buttons gedrückt. Irgendwann wusste ich, was X ist und was Y ist und dann habe ich nur noch diese Buttons gehämmert. Mehr war das nicht. Und ohne 10.000 Continues hätte ich da auch nichts auf die Reihe bekommen. So kann man sich wirklich ein Spielautomaten aus der 80er vorstellen. So, dann bedanke ich mich mal fürs Anschauen. Ja gut, die
die Handlung, die hört sich sehr nach Resident Evil 4 an. Die Präsidententochter wird entführt und man muss sie dann rausholen. So, dann bedanke ich mich mal fürs Anschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Also ich muss... Ja, das ist ein bisschen kurz, das Spiel. Wenn ich mir überlege, man hätte jetzt 120 Mark, das war noch zu Dreamcast-Zeiten, man hätte jetzt 120 Mark dafür ausgegeben. Und dann ist da so wenig Substanz drin. Aber, das hat mich ja nicht dafür bezahlt. Die hatten hier bei uns, ich kann auch mal die... Ja gut, ich habe noch nicht mal mehr die richtige Hülle hier. Ich kann mal das Hülle hier anzeigen. Die Anleitung. Ich habe sie bei uns in einem An- und Verkauf gekauft. Da hat das Ganze 1 Euro gekostet. Und seien wir mal ehrlich, da kann man doch zugreifen. Da habe ich natürlich alle Spiele genommen, die er da hatte. Ich weiß gar nicht, was das noch alles war, aber ich hab's mal angespielt, da fand ich schlechter. Ja gut, wahrscheinlich hat es nur so viel Laune gemacht, weil ich nicht kaputt gegangen bin. Man stelle sich vor, man geht jetzt 1000 Mal kaputt. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel jetzt 27 Mal wiederholen würde. So, dann bedanke ich mich mal fürs Anschauen. Sag tschüss, bis zum nächsten Video. Ich fand's spaßig. Dynamite Cop auf der Dreamcast. Ja, was würde ich sagen? Da muss man schon ganz wenig Geld für ausgeben. So, der Speicher ist auch gering. Ich verabschiede mich mehr. Ein Daumen hoch wäre super. Mal gucken, was das nächste Dreamcast-Spiel sein wird. Oder ob ich Dead Space weiterspiele. Mal gucken. Ciao, ciao.